Warte. Geil. Steine. Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und mal wieder zu einem Vlog. Es ist eine Weile her, aber ich mache mal wieder einen Vlog, weil heute, bin ich der Meinung, ist ein cooler Tag. Beziehungsweise heute wird hoffentlich ein cooler Tag. Heute mache ich ein bisschen Kameramann für Lofty. Wenn ich weiß, wer Lofty ist, das ist der hier. Lofty hat mich angerufen. Schatz, ich muss dir was sagen. Ich habe heute was vor. Kannst du mal heute ein bisschen drehen? So, okay, was hast du denn vor? Also Lofty hat heute irgendwas vor mit Standardskill. Ist auch für mich cool, mal Standardskill kennenzulernen. Also viel Spaß erstmal. Oh, feuchte Aussprache. Viel Spaß erstmal bei dem Vlog. So, ich bin jetzt bei Lofty angekommen. Und wie gesagt, Lofty, warte, muss ja herkommen. Er sagt, das ist nicht aufgeräumt. Brauchst du eine Mütze noch? Nee, ne? Glatze. So, bin jetzt bei Lofty angekommen und kann man schon sagen, wie teuer das Ding war? Nein? Okay. Viel. Okay, ich habe keine Ahnung von diesen Karten, leider. Das muss dann Lofty und Stani alles erklären. Wie gesagt, ich mache heute für Lofty den Kameramann, das Kamerakind. Ab und zu mache ich noch mal ein bisschen was für mich, aber hauptsächlich geht es heute um Lofty und Stani. Die packen was aus? Oh, du darfst auch nicht erzählen, was? Na doch, komm. Echt? Oha, heftig. Richtig krasse Sachen haben wir heute vor. Ja, wie gesagt, also heute nur bei mir ein bisschen vloggen. Kameramann bei Lofty, das sind die Daten. Was alles noch passiert, werdet ihr dann sehen. So, wir sind jetzt beim Barber, Friseur, Termin mit Lofty. Lofty schläft, ey, aufwachen. So, Lofty ist jetzt fertig mit Friseur, ich glaube 3 Stunden oder so. Minimum. Minimum also 3 Stunden. Nur die Haare, war es 3 Stunden, der Bart Nummer 2. Ja. Also er hatte ja vorher Zopf, ne? Jetzt ist es so. Also viel besser, also ich finde ihn jetzt auch viel süßer und auch gar nicht mehr so gefährlich. Ja, schon ja. Nein, wir fahren jetzt weiter nach Kassel, auf geht's. Ich habe schon wieder feuchte Aussprache. Ich freue mich einfach so auf Stani, deswegen fange ich mal ein bisschen an zu sabbern. So, Lofty und ich, wir sind jetzt angekommen im Mulsanno Autohaus. Mulsanno Luxus Autohaus. Wie man hier sieht, sind schon mal so ein paar kleine Spielzeuge da. Ich zeige euch mal jetzt noch ein paar andere Spielzeuge. So, hier, warte. So, ich hoffe, man kann diese Spielzeuge auch erkennen. Guckt euch mal den an. Bentley, ja. Kann man den sehen? Sieht man das? Nicht mehr normal, was hier an Autos abgeht. Wie gesagt, Lofty und ich, wir sind jetzt angekommen. Jetzt warten wir noch auf Standardskill. Stani. Ja, dann geht das hier los mit diesen Pokémon. Keine Ahnung, Leute. Also ich bin da raus auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung von diesen Pokémon-Karten. Gar kein Problem. Lofty ist ja irgendwo am Rumlaufen. Ich weiß gar nicht, wo der ist gerade. Er ist weg. Na gut. Also bis gleich erstmal. Wie kommen denn so hoch? Du filmst hier? Dann sagst du erst so, hey, was soll die scheiß Kamera hier? Wie ist das? Dann machst du die Kamera erstmal so runter und so. Mhm. Dann sagen wir so, ja, die ist von uns und so. Und dann filmst du einfach von da hinten so ein bisschen weiter so und wir legen die Kamera so auf den Tisch, weißt du? Ja. Wenn du hochkommst, ja. Ja, siehst du ihn so und sagst, hey, was macht die Kamera hier? Die Kamera weg oder so. Irgendwie so. Ja, also mal weg. Vorbar, so und, weg. Genau, und dann sag ich so, ey, der hört zu uns und so. Ne? Mhm. Und dann gucken wir uns erstmal so an, so, hey. Aber Chris filmt dann so kurz auf den Boden, setzt hier irgendwie so hinten hin und filmt so versteckt. Und die Kamera lasse ich hier dann so laufen. Und die filmt dann quasi gerade so diesen Deal so quasi, was wir da machen, so, weißt du? Bist du in der Öffentlichkeit oder wie so machst du? Ich nicht, ich mache nur die Videos. Die nee, ja, ist eine, klar, nee, ist nee, 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 nee. Halt, doch. Was meinst du denn? Wer sieht denn öffentlicher aus, optisch? Ja, dann siehst du, er ist halt der Freshmaker. Machst du YouTube-Videos? Genau. Oder Gaming, Spiele. Ich spiele den ganzen Tag immer Playstation und Computer. Ich spiele immer auf dem PC. Hast du auch einen PC, ja? Roblox, ja, das ist scheiße, wo man spielt. So, wir fangen jetzt an hier mit dem Dreh. Die Jungs sind jetzt ready. Alle warten. Jetzt wird nochmal eine kleine Szene gedreht. Auf geht's! Er sollte eigentlich nur raus und dann wieder rein, aber er ist weg.
Ey, Lofty, unsere Box, Mann! Ey, Chris, was sagst du hier zu unserer Box? Was sagst du hier zu unserer Box? Wie teuer nochmal? Wie teuer nochmal? Wie teuer? 450.000 Euro, ja. Das ganze Ding 450.000. Genau wie es ist. Zeig mal, warte, warte. Vorsicht, richtig geil. Vorsicht, warte. Geil. Steine, hey! Das ist die Kamera, Mann. Digga, zum Glück hab ich mein Geld bekommen, Alter. Ja? Ich hab jetzt die Box aber wirklich nicht mehr, ne? Wo ist die Box jetzt? Keine Ahnung, ohne Scheiß. Schade. Ich kauf sie wieder ab. Cash. Also hier, Stani, ja? Welchen Sender, ja, welchen Kanal guckst du, wenn du abends alleine... Dein Kanal, Comedy. Comedy TV, ganz klar, Leute. TV. Ja, Chris TV, ne? Mal, also wenn er abends Langeweile hat und hat einen schlechten Tag und muss lachen, ne? Also du musst lachen. Du munterst mich immer auf. Okay. Ich träume von dir mittlerweile. Er kennt kein einziges Video von mir. Entschuldigung. Sorry, du Model. Schade. Schade. Jetzt ist mein Geld. Mein Geld. Hey, warte, Geld, warte. Hier. Geld. War ein geiler Drehtag heute. Ja, ja. Nice. Auf jeden Fall. So, das war der Dreh heute. Oh, ich hab ein bisschen Gegenlicht. So, das war der Dreh für heute. Wir bringen jetzt noch Stani zu seinem Auto. Und dann war es das für heute. Ich sag reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Vlog war geil. Dreh hat Spaß gemacht. Tschüss!